Hallo aus Karlsruhe. Normen und Richtlinien verschiedener Gewerke widersprechen sich oft. Das ist ein Problem, aber leider die Realität auf der Baustelle. Und deswegen ist es so wichtig, gewerkeübergreifend zu arbeiten und miteinander zu reden. Aber nur reden auf der Baustelle hilft manchmal auch nicht, sondern manche Details müssen auch vorher gut durchdacht und geplant werden. Wie das geht, zum Beispiel beim barrierefreien Anschluss einer Dachterrasse in Holzbauweise, darum geht es hier bei Schnittstelle Baustelle in Karlsruhe. Und ob die Teilnehmer was gelernt haben, da frage ich einfach mal nach. Hallo Thomas, du heißt ja Thomas Zimmermann, aber bist tatsächlich Planer und Energieberater. In welcher Funktion bist du denn hier? Ja, als ich diese Vorstellung gelesen habe, um was es hier heute geht, habe ich sofort zugeschlagen, weil das ist ein Thema, das uns als Planer natürlich in erster Front trifft. Meine Kundschaft, Einfamilienhäuslebauer, die wollen einfach ebenerdig raus. Das hat noch nicht mal so sehr das Kriterium barrierefrei, sondern es ist ein genereller Wunsch. Und ich bin jetzt hier, um mir einfach mal super ausgearbeitete Details und Lösungen anzugucken. Und was ich hier sehe, das gefällt mir sehr gut. Was hat dir denn so am besten gefallen? Diese barrierefreie Schwelle und die Türlösung. Das finde ich sehr anspruchsvoll. Ja, damit ist es nicht nur mit einer kleinen Zeichnung auf dem Plänchen getan, sondern da muss man wirklich ins Detail gehen. Das sind wir Planer auch gefordert. Das ist aber auch gut so, denn auf der Baustelle, wie auch viele Kollegen hier gesagt haben, kann man es meistens nicht mehr lösen. Neben mir steht Ralf Jelonek, du bist ja Dachdeckermeister. Du bist seit, haben wir gerade eben festgestellt, 1980 schon auf dem Bau. Das heißt, eigentlich kennst du dich ganz gut aus, ne? Bildest dich relativ oft weiter. Warum bist du denn trotzdem hier? Ja, weil man nie auslernen kann und weil es auch Veränderungen gibt. Allein durch diese Generationen oder Mitbürger, die immer älter werden, die auch zu unserer potenziellen Kundschaft gehören. Bis jetzt hatten wir viele Schwellen im Gebäude. Das wird, der Wunsch ist halt da, dass das immer weniger wird. Und deswegen suche ich halt auch Lösungen für meine Kunden und für meinen Betrieb. Und das ist ein Grund, warum ich hier heute hingekommen bin. Bernhard, du bist Zimmerermeister, bist täglich auf der Baustelle, aber koordinierst auch Sachen. Wieso bist du mit 3 Mitarbeitern bei Schnittstelle Baustelle? Wir sind hier, weil wir einfach die Weiterentwicklung von den ganzen Details mal uns selber auch vor Ort anschauen wollten, Neuigkeiten, unsere Details weiterentwickeln wollten und einfach auf dem aktuellen Stand bleiben wollen. Das ist für uns wichtig. Der heutige Schulungstag hat wieder gezeigt, Planung und Absprache sind auf der Baustelle wichtig, beziehungsweise bei jedem Bauprojekt. Das bedeutet auch, vorher miteinander zu reden und zu überlegen, wie die Details gelöst werden können. Haben Sie Interesse an Schnittstelle Baustelle, schauen Sie auf die Webseite. Haben Sie ein aktuelles Projekt, dann wenden Sie sich an die Technik-Hotline Technik@proklima.de.